Hey liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen bei der Achtung fertig Bastelkiste. Ich wollte gerade Zeitung fertig lesen und in der Zwischenzeit noch auf die Schnelle etwas mit euch basteln, aber ich habe die Bastelkiste zu Hause vergessen und ich glaube, in 1,5 Minuten, das ist ja die Zeit, die wir zur Verfügung haben, um irgendwas Tolles auf die Beine zu stellen und zu basteln, werde ich alles auf einmal nicht mehr schaffen. Aber okay, Zeitung lesen in 1,5 Minuten, nee, das schaffe ich nicht. Aber basteln kann ich ja auch nicht, weil ich die Bastelkiste zu Hause vergessen habe. Lass mich mal überlegen. Hey, ich habe eine tolle Idee. Wir können ja heute mit einem Stück Zeitungspapier etwas Tolles basteln. Und versprochen, es werden keine weiteren Materialien, wirklich nur ein Stück Zeitungspapier benötigt. Seid ihr gespannt, was wir basteln werden? Ich hoffe, wir schaffen das in 1,5 Minuten. Na dann, dranbleiben und basteln. Achtung, fertig, Bastelkiste! Stoppelidoppi! Na, habt ihr gesehen? Wir haben wieder mal super, super schnell etwas gebastelt. Das ist ein Mini-Hut. Lalalala. Wahrscheinlich weiß ich, was ihr jetzt denkt. Der sieht total langweilig aus. Aber kein Wunder, wir hatten ja auch kein anderes Material. Aber falls ihr da draußen ein bisschen mehr Material habt und auch ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung habt, dann könnt ihr ihn natürlich auch dekorieren. Ich habe hier beispielsweise Buntstifte mitgenommen. Also das sind ehrlich gesagt Lackmalstifte und keine Buntstifte. Ich verplappere mich immer. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Klebeband. Ihr könnt dann euren Hut mit Klebeband etwas bekleben, damit er dann auch besser festsitzt auf eurem Kopf. So, hier die Ecken etwas festkleben. Einmal hier und einmal hier. Damit das dann auch richtig schön festsitzt auf eurem Kopf. Sieht das gut aus? Noch nicht? Na dann werden wir unseren Hut ein bisschen dekorieren. Lass mich mal überlegen, was wir hier machen können. Wir können ja Kreise malen. Bunte rote Kreise. So. Ich mag Rot eigentlich ganz gerne. Aber meine Lieblingsfarbe ist nicht rot, sondern blau, wie der Himmel. Und mit blau werde ich auch hier noch ein paar tolle bunte Kreise malen. Und dann mag ich grün auch ganz gerne, grün wie die Wiese. Schüttel, 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 damit da auch genug Farbe rauskommt. Ihr könnt dann auch mal andere geometrische Formen malen, wie beispielsweise Dreiecke oder so. Und dann mag ich auch Gelb ganz gerne. Gelb mag ich ganz gerne, weil Gelb, die Farbe, mich immer an die Sonne erinnert. Und Sonne finde ich total schön. Sonne sorgt für Licht und Wärme. Und wenn ihr dann zufrieden seid, ihr könnt ja auch das Ganze mit Glitzer dekorieren, mit Dekorationssteinchen, mit Filz oder. Das Material, was ihr zu Hause rumliegen habt, ist natürlich total ausreichend, um euren Hut zu dekorieren. Und wenn ihr ihn nicht dekorieren wollt, dann könnt ihr ihn auch einfach so aufsetzen.
Das ist eine tolle Idee für zwischendurch und falls ihr irgendwo eine alte Zeitung rumliegen habt, dann macht das auf jeden Fall nach. Ich hoffe, euch hat diese Bastelidee wieder mal gut gefallen. Daumen hoch, falls euch diese Idee gefallen hat und abonnieren nicht vergessen. Es ist gratis und somit verpasst ihr dann auch keine Videos mehr. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Werdet ihr dabei sein? Na dann, bis bald. Tschüss!